Hey, heute hat mich im Zuge der Qigong-Ausbildung eine spannende Frage erreicht und ich dachte, die beantworte ich nicht nur persönlich, sondern ist für viele vielleicht auch interessant. Und zwar, warum halten wir manchmal beim Qigong den Atem? Auch wenn ich dann vielleicht subjektiv das Gefühl habe, das fließt dann nicht mehr so gut, wie wenn ich den Atem einfach kommen und gehen lasse. Ganz wichtig. Der Atem ist so wichtig, dass wir ihn vergessen. Das heißt, wir haben hier die drei Mittel im Qigong. Atem, Yi, also der Klang deines Herzens oder Vorstellungskraft, die Absicht des Geistes und den Körper in Haltung oder Bewegung. Und wenn Yi, deine Vorstellungskraft, deine Absicht, der Klang deines Herzens mit dem Körper synchron ist, dann fließt der Atem erstmal so, wie er sein sollte. Ganz natürlich. Nun gibt es die Möglichkeit, den Atem zu halten bei bestimmten Übungen. Zum Beispiel machen wir das bei unseren Brokatübungen, bei der Variante, die wir üben. Und du kannst das machen. Der Atem ist ja die erste nachgeburtliche Energiequelle. Ja, das heißt, wenn das Kind geboren wird, die Nabelschnur wird durchgeschnitten. Ja, der Atem ist aktiv, die Körperseele, die ja im Qi der Lunge zu Hause ist. Ja, verwurzelt sich noch tiefer. Und die zweite nachgeburtliche Energiequelle, die Nahrung und der Atem, hat sowas immer ja mit dem Qi zu tun, das wir vom Himmel aufnehmen. Und wenn du es einatmest und dann so tief, so sanft und so voll einatmest, wie du kannst, und dann den Atem hältst und dann zum Beispiel Rotationsbewegungen machst oder die Meridiane, die Leitbahnen dehnst in deiner Bewegung oder durch die Bewegung aktivierst, dann oder auch in Stille den Atem hältst, ist die Vorstellung, dass dadurch, dass du das Qi aufgenommen hast über die Lunge, sich die ganze Energie überall im ganzen Gefäß, im Körpergefäß verteilen kann und dann mit dem nächsten Ausatmen kannst du alles Alte, Trübe, Verbrauchte abgeben, ohne dass du irgendwas tun müsstest, weil du ja das frische Qi aufgenommen hast über den Atem. Es einen Moment hältst, es dann über die Lunge ja in alle Leitbahnen gelangt. Die Lunge ist ja unter anderem dafür zuständig. Ja, das sammelt sich auch hier im mittleren Dantien, das Qi. Und dann mit dem Ausatmen kannst du alles alte, verbrauchte Müdigkeit, alles abgeben, ohne dass du irgendwas hinzufügen müsstest. Wenn du nun noch in Bewegung gehst, zum Beispiel in unseren Brokatübungen, in die Rotations- oder in die, ja, maximale Expansion, in die Yang-Bewegung, dann unterstützt du einfach diesen ausdehnenden oder sich verteilenden Effekt des Qi bis in die Peripherie und unterstützt dann mit dem Ausatmen auch das Abgeben des Altem, des Yin und Yang, das Ein- und Ausatmen des Kosmos. Und du nimmst Frisches auf, gibst Altes ab und üb aber auch immer so, dass du die ersten beiden Aspekte, die ich reingegeben habe, immer wieder berücksichtigst, nämlich A, Vorstellungskraft, Körper synchronisieren, dann den Atem kommen und gehen lassen und dann kannst du gerne experimentieren einfach. Wie geht es mir eigentlich damit, wenn ich den Atem halte oder ganz bewusst, ja, zum Beispiel bei der Expansion Einatmenergie aufnehme und dann in der Yin-Phase wieder ausatme. Ich hoffe, das bringt noch ein bisschen mehr Klarheit, Tiefe und Verständnis. Und wünsche dir viel Freude mit deinen Qigong-Übungen und dem Atem. Alles Gute.